Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid und zwar heute zum PBE-Rundown. Da freue ich mich immer riesig drauf, wenn wieder neue Änderungen quasi kommen. Die Patch-Notes, die weiß man ja vorher schon so ein bisschen, was ungefähr kommt, aber bei dem PBE, da sind dann immer Sachen bei, wo man denkt, oh, hoffentlich ist mein Champion dabei oder natürlich denken sich das viele von euch wahrscheinlich auch oder hoffentlich wird mein Champion nicht genervt oder was auch immer. Und ja, wie ihr sehen könnt, gibt es einen neuen insanen Skin. Und zwar ist das Gun Goddess Miss Fortune, ja. Heißt es dann Waffengöttin oder sowas? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht der Skin ziemlich, ziemlich krass aus. Kostet auch 2775 RP, ist also ein Ultimate-Skin. Da gibt es ein Bündel, ein Bundle quasi. Das wird 3400 RP kosten. Und zwar sind da wahrscheinlich Icons bei, dann wahrscheinlich noch ein Banner wird dabei sein. Und 4 Chroma-Skins, beziehungsweise es sind nicht nur Chromas, sondern die Waffen dieser Skins sehen auch anders aus. Das ist sehr, sehr interessant, ja. Das heißt, also, das ist wirklich interessant, denn erstens sehen nicht nur die, also die Farbe ist anders, die Waffen sind anders, ja, man kann das gerade hier sehr, sehr speziell sehen. Und jede Waffe hat seine eigene Animation, was das relativ krass macht, ja. Das heißt, das können wir gleich hier unten nochmal sehen. Das hier zum Beispiel ist die schwarze Waffe, ja, so sieht die, oder diese dunkelbraune, blaue, was weiß ich. Ne, das kann man hier sehr, sehr gut sehen, die wirft so Kugeln weg. Hier sehen wir, ist das eher so kleine Feuerstern oder sowas. Und hier können wir sehen, die sieht super interessant aus, finde ich. Also das sieht super nice aus. Na, da kann man sehen, hier ist auch noch einer, das ist so ein Darkskin. Ist absolut cool, weiß ich nicht. Also kann man auf jeden Fall machen, sieht hier auch sehr anime-lastig aus. Ist das ein, ah, das ist die Voice, okay. Ne? Aber natürlich, Skins sind immer toll, aber was wirklich interessant ist, ist Champions. Ne? Champions, Champions, Champions. Hier gibt es noch das Ward, das gibt es dann übrigens wahrscheinlich auch dabei, das Exo Ward. Hier ist so ein Bild, ich glaube, die Vögel sollen geändert werden. Kann es sein, dass diese demnächst so aussehen? Sieht so ein bisschen aus wie so aus so ein Fun-Game, so ein Shooter, irgendwie so hier Moorhühner. Kennt ihr das noch, wo man diese Dinge abschießen muss? Ja, auf jeden Fall gehen wir los und zwar zu Kane, meine Freunde. Kane kommt. Ich liebe Kane, ihr wisst, dass ich Kane liebe. Das Problem bei Kane ist, ich würde sagen, er ist schon ein bisschen schwach, aber es fehlt nicht extrem viel. Und was jetzt hier gemacht wird, erstmal ist, klingt sehr, sehr krass. Und zwar ist es so, dass seine Passive angegangen wird, wo er diese Essenzen sammelt, ja. Und das funktioniert aktuell so, hier ist die Rechnung mal, dass je länger das Game geht, er je mehr Essenzen bekommt. Ja, das heißt, dieser Wert hier wird immer multipliziert mit der Zeit, beziehungsweise, ja, er hat ja bis Minute 3 0,5, dann und so weiter, ne. Das stackt sich halt hier hoch mit der Zeit, ne. Schauen wir einfach mal 0,5, 1, 1, 5. Relativ langsam. Und diese Zahlen werden so geändert, dass sie jetzt von 0 bis 10 auf 2,5 trägt, ja. Von 0,5 auf 2,5. Das ist ein insane krasser Buff. Und bei Kane muss man einfach sagen, Kanes normale Passive-Form, die ist super schwach. Die ist sau, sau, sau schwach. Wenn wir das einfach mit anderen Champions vergleichen, würde ich sagen so 50 bis 70%. Ja, wenn ein Jax 100% hat oder irgendein anderes, dann hat Kane 50 bis 70% Stärke im Vergleich zu dem Champion. Das ist absolut okay, weil wenn er sich dann verwandelt, ist die Kane-Form, die Rast-Form vor allem, oder von mir aus auch die Assassin-Form, aber vor allem die Rast-Form, hat einfach 150%. Ja, die ist viel, viel stärker als andere Champions. Das ist so ein bisschen das Balancing. Und deswegen ist das Problem natürlich schnell in die Form zu kommen. Und mit diesen Stats, ne, das ist richtig cool, weil dadurch wirst du belohnt. Wenn du jetzt im Early Game mit Level 3 auf die Top-Lane gegangen bist und hast einen Double-Kill gemacht, das hat niemanden interessiert. Du hast, essenzmäßig hast du, keine Ahnung, 10, 15% dazu bekommen. Super, super wenig. Wenn du das jetzt mit diesen Stats hier machst, dann wirst du wahrscheinlich locker auf 40% kommen können. Also, das ist richtig, richtig rewarding. Absolut geil. Außerdem wird noch die Ultimate gebufft, das heißt hier die AD-Ratio wird erhöht um 15%, was super krass ist, und auch der Schaden um 25%. Das ist deswegen so, weil das Draktarblade in diesem Patch genervt wird, ja. Warum, da kommen wir gleich nochmal zu. Auf jeden Fall muss man trotzdem sagen, dass natürlich der Rast-Form, die Rast-AD-Form davon auch profitiert. Und das ist natürlich ganz nett, beziehungsweise der normale, ich glaube Rast macht einfach nur prozentualen Schaden, kann das sein? Ist auf jeden Fall egal, ist auf jeden Fall ein netter Buff. Kha'Zix wird ebenfalls etwas gebufft, auch hier Draktarblade. Ja, Leblanc, meine Freunde, Le fucking Blanc. Es ist tatsächlich soweit, und zwar wird Leblanc jetzt geändert, beziehungsweise reverted, ja. Leblanc ist ein sehr, sehr lange, schon ein sehr schwieriges Kind gewesen. Man hat sie nicht richtig balancen können, sie war. Ein großes Problem ist, dass man gesagt hat, okay, wie spielt sich Leblanc aktuell? Aktuell ist es so, es ist scheißegal, in welcher Reihenfolge du deine Spells machst. Es ist hauptsächlich wichtig, dass du das Siegel proxy. Ob du das Siegel jetzt mit der E proxy, mit der W oder mit der Q. Hauptsache das Siegel, wo halt die ganze Power von Leblanc drin ist, wird geprockt. Also, na, Hauptsache raus mit den Spells. Natürlich kann man dann ein bisschen mit Kombination arbeiten. Aber der Siegel ist halt das Wichtige. Und das ist nicht so richtig der Sinn und Zweck. Außerdem ist natürlich sehr, sehr oft angekreidet worden,
dass es einfach nicht sinnvoll ist, auf so ein scheiß Siegel zu warten, wenn du da rein dashst als Assassin und dann nochmal 1,152 Sekunden da zu warten, ne? Und es gibt also sehr, sehr viele Probleme und deswegen hat man jetzt wieder einen Zwischenschritt gemacht. Das heißt, man ist wieder zurückgegangen zur alten Leblanc tatsächlich, aber man hat so ein paar Sachen doch noch geändert. Das heißt, was passiert erstmal? Die Passive gibt jetzt wieder die alte, das heißt, sobald ihr unter 40 HP, Prozent HP droppt, viele von euch kennen wahrscheinlich die alte Blur auch gar nicht. Auf jeden Fall, sobald ihr unter 40% HP droppt, kommt ein Klon. Ihr werdet unsichtbar und dann läuft der automatisch ein Klon rum. Ist ganz nett, nehmen wir einfach mal so hin. Bei der Q ist es jetzt so, dass diese wieder eine Doppelaktivierung hat. Das heißt, die Q macht einen Mark drauf, was jetzt vorher quasi die Passive gewesen ist. Und diese, ja, wir sehen, der Schaden wird erstmal reduziert von 195 auf 155. Aber, und jetzt wird es nämlich lustig, das Ganze kann man quasi nochmal auslösen. Und dadurch haben wir dann insgesamt 300 Damage da drauf, ja. Also ist definitiv nicht verkehrt, muss man sagen. Muss man natürlich sehen, wie das zahlenmäßig nachher ist, ja. Wenn wir, jetzt haben wir natürlich die Passive nicht mehr, ne. Die fehlt uns ja jetzt komplett, die macht keinen Schaden mehr. Deswegen lassen wir das erstmal so dabei zusammen. Haben aber auch ein sehr krasses AB-Gang zusammen. 0,8 haben wir da. Weiter geht's mit der W und hier werden sich jetzt sehr, sehr viele freuen. Also hier oben haben wir definitiv Damage verloren. Kann man erstmal so safe sagen. Die Zahlen hier 300 zu 195, zwar cool, aber wie gesagt, die Pässe fehlt. Aber bei der W, die W wurde ja mal komplett zerstört. Und zwar ist es so, 100 Damage auf 245 fucking insane, oh mein Gott, Schaden, ja. Außerdem den Scaling von 0,6. Dash Speed wurde ein bisschen reduziert. Das könnte vielleicht fies werden. Das gab man so eine Zeit, da war es wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr fies. Außerdem ist die Zeit, wann du zurückspringen kannst, jetzt reduziert worden. Das heißt, man musste ja vorher sehr, sehr lange warten. Jetzt kannst du wieder zurückspringen. Schneller. Und das Interessante hier dran ist, jetzt kann man das halt wieder mit der Ultimate-Kombination machen. Das heißt, du kannst richtig fett viel AOE-Damage machen, indem du W machst und dann quasi die RW, ja, diese, die verbesserte Form von der Ultimate. Und damit hast du super krass viel AOE-Damage. Also ich glaube, das hier ist, glaube ich, das, was die meisten LeBlanc-Spieler einfach wirklich vermisst haben. Also, holy shit, ne? Das ist einfach eine W, die auf Stufe 500 Damage macht, das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Weiter geht's dann mit der E und die E macht jetzt quasi, hier wurde der Schaden ebenfalls krass erhöht, ja. Also das heißt, wir sehen, es hat etwas weniger AP-Scaling, Initial AP-Scaling, also das heißt bei der ersten Kette. Aber die Kette wird jetzt gerade von 120 AP 0,5er Scaling auf 240, wenn mich nicht alles täuscht, pro Instanz. Ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht pro Instanz. Das heißt, absolut ultra krass. Wir haben dann also ein 1-2er AP-Scaling mit 480 Damage. Und warum macht man das so? Wir gehen noch erstmal kurz zur Ultimate. Die Ultimate ist jetzt so wie damals. Ja, das heißt, die Ultimate kann nicht mehr diesen Doppelklick-Klon erzeugen. Das geht nicht. Das heißt, der irgendwo über die Map läuft. Das ist nicht mehr mit drin. Dafür kann die Ultimate jetzt aber wieder ein Spell. Ja, so wie Feuer quasi. Es wird aber kein Klon dabei erzeugt. Es wird aber, ja, im Prinzip können wir uns die Zahlen mal anschauen. Die sind so, wenn ich das sehe, RQ macht weniger Schaden. Also das erste RQ macht weniger Schaden, aber dafür macht das Mark quasi etwas mehr Damage. Wird wahrscheinlich immer noch die Burst-Kombo sein. Ich denke, bei den Zahlen, das ist relativ uninteressant. Aber wir sehen hier, Cooldown increased 110 Sekunden. Das ist heftig. Also die alte Leblanc Ultimate, also die von dem vor dem Rework Leblanc, die hatte auch nur so 30 Sekunden, wenn mir nicht alles täuscht. Also 50, sagen wir mal so 50, 60 Sekunden auf Stufe 1. Also 110 ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Aber was jetzt wirklich GG ist, ist einfach die Kette, Leute. Guckt euch, also die Q ist schwächer geworden insgesamt, ja. Nehmen wir das hin. Aber die Kette hat jetzt einfach von 220 auf 360 Damage erhöht. Und hier ebenfalls auf der, also die erste Kette und zweite Kette. Ja, beides deutlich mehr Damage. Das ist super krank. Und warum hat man das Ganze so gemacht? Das hat man so gemacht, um zu sagen, also wir müssen mal gucken, wie das jetzt wird, ja. Im Prinzip, wenn ich mir das jetzt mal so im Kopf, okay, ich sag erstmal, ich komme zum Punkt. Also, die alte Leblanc war, du bist auf das gegnerische Ziel gesprungen, hast QQ gemacht, Q, RQ, bam, das Ziel ist explodiert. RIP, ne? Einfach RIP. Die neue, also diese gerevertete Leblanc hat nicht mehr so viel Schaden auf der Q und man hat gesagt, okay, im Prinzip war dasselbe gemacht wie bei Zoe. Man hat den Schaden von der Q genommen und woanders drauf verteilt, das heißt auf ihre W und auf ihre E. Das heißt, sie muss jetzt ihre Combo treffen, ihre komplette Combo. Vorher konntest du wirklich nur in Dash-Reichweite und dann Q Ultimate R, QQ. Und jetzt musst du halt gucken, dass du deine Kette triffst und deine W. Die W ist jetzt nicht schwer zu treffen, aber dass du deine Kette triffst. Und da habe ich mich wirklich jetzt gerade im Kopf gefragt, macht das denn dann wirklich Sinn, wenn
da muss man ja wieder so 1-2 Sekunden in Range stehen bleiben, damit der Gegner dann explodiert. Oder ist es einfach so ein Zusatzbonbon? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich denke, sie ist aktuell auf dem PBE, also das denke ich nicht, sie ist aktuell auf dem PBE disabled. Und ich denke aber, dass ich demnächst ein Gameplay zu ihr bringen werde. Na, wenn ihr Bock habt, hauen wir das mal raus. Ja, Miss Fortune, AD, jetzt wo sie einen Skin kriegt, muss natürlich die AD erhöht werden. Hier ist so ein kleiner Tooltip. Weiter geht's bei Quinn. Ja, Quinn ist ein Champion. Gibt hier ein paar kleine schöne Änderungen. Und zwar ist es erstmal so, sie kriegt mehr AD dazu. Jetzt geht's zu ihrer Passive. Und zwar, ihre Passive ist jetzt, das Coole ist, sie macht ja das Mark auf das gegnerische Ziel. Und wenn schon ein Auto-Hit unterwegs ist und dann das Mark kommt, dann wird das direkt ausgelöst. Das ist super, super geil. Außerdem wird an der Ultimate ein bisschen so kleine Feinheiten gemacht. Erstmal ist es so, wenn eure Ultimate diesen Sky Strike macht, die Pfeile, dann kriegen alle das Mark drauf. Das ist super geil. Also alle getroffenen Gegner. Außerdem Channeling no longer breaks. Ja, das heißt, wenn ihr da R drückt und dann Damage kriegt, wird das nicht abgebrochen. Und ihr werdet auch, wenn ihr mit eurer Ultimate Damage bekommt, also wenn ihr schon rumfliegt, dann werdet ihr auch nicht abgemountet, auch nicht durch Champion Damage. Und außerdem, wenn ihr zu eurer Fontäne zurückfliegt, dann kriegt ihr automatisch das Ding. Ja, vorher war es ja beim Respawn, aber so jetzt auch zum Zurückfliegen. Ja, bei Rengar haben wir nochmal eine kleine Änderung. Da haben wir ja quasi in den Patch Notes gestern schon mehr oder weniger drüber gesprochen, dass dieser Lockout-Time, nachdem man quasi einen Spell gemacht hat und dann in den Ferocity kommt, ja, da ein kleiner Delay drin ist. Da müssen wir erstmal abwarten. Wie gesagt, das habe ich jetzt noch nicht getestet, konnte ich noch nicht testen, muss man mal sehen. Ja, Talons W Return Damage wird erhöht um 10%. Das ist leider Bonus Attack Damage. Das heißt, im Early Game wird man da nicht extrem krass profitieren, weil man ja nur die paar AD hat im Early Game. Aber es ist trotzdem nice. 10% mehr AD Ratio ist echt nicht verkehrt. Ebenfalls Drag Tablet, ja. Und das gleiche auch bei Z. Bei Z klingt es auch ein bisschen härter. Das heißt, AD Ratio ebenfalls um 10% hoch und natürlich auch für die, wenn er ein zweifaches trifft quasi, ne? Ein zweifaches Shuriken, da könnte das schon ziemlich krass sein, ne? Der Schaden, muss man ehrlich sagen. Ja, kommen wir hier, Abyssal Mask wird noch ein bisschen erhöht, da bin ich übrigens kein Freund davon, weil Abyssal Mask wird so oft gebaut auf Champions, die einfach so tanky sind und trotzdem krassen Schaden machen, ne? So zum Beispiel Ryze. So, Dustblade. Jetzt finally zum Dustblade. Und zwar, was wird am Dustblade gemacht und warum wird es gemacht? Das Dustblade ist jetzt erstmal so, dass es wieder die Wards wegmachen kann. Das hatten wir ja schon mal irgendwann erzählt. Ansonsten gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Melee und Range. Der Melee Damage von 65 320 und Range Damage 45 bis 300 wird beides auf 30 bis 200 fucking reduziert. Ja, das ist insane krass wenig. Warum ist das so? Das ist so, weil aktuell Assassins ultra krass von diesem Item abhängig sind, ja. Also es ist ein Assassin-Item, es ist auch gut, aber man kann Assassins einfach nicht balancen, weil das komplette Balancing in diesem Item hier drin liegt, ja. Du kannst, und damit Riot jetzt mehr wieder an die Champions gehen kann und diese balancen kann, haben sie gesagt, okay, wir müssen das Draktarblade schwächer machen, ja. Draktarblade und Electrocute, das sind die zwei großen Probleme. Electrocute benutzen noch viele andere, ich denke, Draktarblade ist hier der deutlich einfache Weg. Und dadurch, dass das jetzt schwächer ist, werden alle anderen Sachen quasi, oder die AD-Assassins, gebufft. Ja. Wir hatten Kha'Zix, wir hatten Kayn, wir hatten Talon und Zed. Ja. Ich denke, das ist ganz cool, für mich, muss man gucken. Aber ich spiele jetzt sehr, sehr oft Yomus First. Ne. Yomus First auf Talon finde ich super geil. Das heißt, ich habe im Early Game 10% mehr Damage und habe keine Einbußen so gesehen. Zumindest bis ich mein Draktarblade habe. Jetzt muss man natürlich überlegen, ja, Draktarblade kann man auch locker zweimal procken. Das heißt, wir hätten dann natürlich manchmal nicht nur 200 Schaden, sondern vielleicht 400 Schaden. Kha'Zix kannst du sogar vielleicht dreimal procken. Da könnte es schon fies werden, aber ja. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze ergibt. Können sich ja auch noch viele Sachen ändern. Ginsus wird ebenfalls verändert und hier ist es auch sehr interessant. Das Ding wird jetzt an einen anderen Itemweg. Ja, das heißt, wir haben zwei Pickaxe drin. Der AP-Stab ist raus, dafür gibt es auch keine AP mehr. AD wird erhöht, bekommt jetzt allerdings keine AD mehr pro Stack. Stacks werden von 6 auf 8 erhöht. Ja, warum steht das hier so andersrum? Ja, auf jeden Fall kann man jetzt 8 Stacks sammeln. Und es gibt jetzt nur noch Attack Speed, aber dafür halt 8 Mal, ne? Das heißt, man kann gerade für AD-Carries, die super krass Attack Speed basierend sind, die können damit komplett ausrasten. Das ist, denke ich, ein Buff. Vor allem dieser Magiestab, der war einfach richtig weird in dem Item-Build. Ich denke, das Ding können jetzt viele, viele Champions bauen, ne? Wo einfach vorher gesagt haben, boah, ne, AP will ich einfach gar nicht haben, ne? Ist super cool. Ich denke auch für so einen Champion wie Varus, der zwar mit der AP was anfangen konnte, ist trotzdem nett, ne? Weil Attack Speed rastet der Typ halt auch aus, ne? Mit seinem ganzen On-Hit-Scheiß. Na gut. Iron of the Locket of the Solari. Ja, das Ding kriegt eine Änderung, wo ich erst nicht so zufrieden war, aber ich eigentlich doch relativ zufrieden bin, glaube ich.
Und zwar könnt ihr ein Schild casten, wie man hier sieht, eine Kuppel. Und in dieser Kuppel kriegt ihr 35% weniger Schaden. Beziehungsweise auch eure Verbündeten. Bin ich jetzt... Ja, finde ich cool, weil dadurch hast du erstmal eine Active, die du nicht einfach nur Braindead drückst, sondern du hast so ein bisschen so Impact, wo du es denn tatsächlich hinplatzieren möchtest. Und man hat so ein bisschen... Ja, ein AD Carry kann sich da reinstellen und kriegt weniger Schaden, aber dadurch kann er sich nicht mehr großartig bewegen. Ja, er kann natürlich in der Kuppel ein bisschen kiten, aber er muss in der Kuppel drin bleiben, ja, wenn er diesen Damage Reduce haben will. Und dadurch ist es für AD Carries, glaube ich, gar nicht mal so ultra geil. Nicht immer. Man kann es natürlich nutzen. In einigen Fällen wäre es echt krass, wenn du gecatcht wirst, ein Eisfeuer drauf und dann schnell die Kuppel drüber, ne? Könnte echt geil sein. Ja, Shurelia's Reverie, das kommt noch dazu. Das sind alles Änderungen, die hatten wir schon mal besprochen, Leute. Und damit sind wir am Ende. Haut mir noch gerne mal eure Meinung rein, was ihr denkt. Ich denke, da waren einige coole Sachen dabei. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss.